So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mario Maker 3DS Online. Ja, wir haben 6 Level auf schwierig geschafft und haben nur noch 15 Leben. Deshalb, ich glaube nicht, dass wir das Ganze schaffen werden. Also, ich schätze, ich werde Game Over gehen. Aber ich habe mich ja dran probiert und dann werde ich mich auch noch auf sehr schwierig versuchen. Auch wenn das, ich schätze mal, auch in die Hose gehen wird. Ey, was ist denn das? Hammerbrüder, tschüss. Japano-Level. Jedes Mal kommen solche Drecksjapaner mit solchen Drecksleveln. Ich hab ja. Ich finde ja toll, was Nintendo für Spiele rausbringt. Sind ja auch alles Japaner. Aber die japanische Community, wenn man das so sagen kann, die sind einfach nur asozial. Die sind einfach nur asozial. Die haben keine Hobbys, außer Leute zu quälen. Ehrlich. Oh, muss ich hier jetzt noch rote Münzen sammeln oder wie? Oder ist das keine Pflicht? Hä? Hä? Überspringen. Was hätte ich da machen sollen? Wieder ein Japaner? Ich glaub's nicht. Die sprechen sich doch alle ab. Ah, heute nimmt doch bestimmt wieder dieser Manu P. auf. Lass mal asoziale Level bauen. Dass der gequält wird. Das macht ja so Spaß. Kann ich hier oben abkürzen? Nee, leider nicht. Leider nicht. Ey, das ist doch pure Qual. Pure Qual ist das doch. Ja, was? Wow, was hätte ich da machen sollen, bitteschön? Was hätte ich da machen sollen? Wenn da 100.000 Bowser-Pimmel auf einmal kommen, Alter. Und ja, der Spruch ist von Doschen, der ist nicht von mir, aber trotzdem. Hey, das ist. Das ist mal wieder so richtig asozial. Wieder richtig Japano-Style. Ja, toll, wie soll ich an diesem Propeller. Ey, nee. Tschüss. Wieder ein Japaner. Ehrlich, die sind in einem Clan oder so, die sprechen sich ab. Ja, wenn der Manu P. aufnimmt, dieser Deutsche da, dann bauen wir wieder solche Kack-Level. Komm, lass mal machen. Und ich verstehe den Sinn dieses Levels nicht. Hä? Tschüss. Oh, ein Deutscher. Wow. Gibt's die auch noch in Mario Maker? Was soll ich machen? Hä? Muss ich vielleicht durch die Röhre? Muss ich vielleicht durch die Röhre? Und jetzt? Was soll ich jetzt bitte machen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es. Aua. Ich verstehe es nicht. Ist die Kamera noch okay? Ja, ist sie. Ich habe mich gerade angeschlagen. Ja. Hab mich gerade angeschlagen an meinem Tisch.
Und ich habe noch 7 Leben. Was soll hieran bitte Short und Easy sein? Im Titel steht Short und Easy Glitch. Short und Easy Kacke vielleicht. Mann, ey. Und das soll von einem Deutschen kommen. Ist das vielleicht ein Deutscher mit japanischen Wurzeln oder so? Was bringt's jetzt? Nein, ich will nicht überspringen. Ich will Neustart. Ich möchte dieses Level schaffen. Es ist ein Deutscher. Es ist ein Deutscher. Ich möchte das Level schaffen. Bei Japanern, da muss ich mich nicht schämen, wenn ich da keine Level schaffe. Aber ich verstehe gerade nicht ganz, was ich machen muss bei diesem Glitch. Muss ich vielleicht hier irgendwas machen? Hä? Was muss ich machen? Vor allem, ich gehe gleich Game Over, wenn ich es jetzt nicht gleich schaffe. Ich gehe sowieso Game Over, das ist mir bewusst, aber... was muss ich hier machen? Muss ich jetzt vielleicht hier unten durch irgendwie... Oh lol. Und das war schon alles, oder wie? Das war schon alles. Aber darauf muss man ja auch erstmal kommen. Darauf muss man ja erstmal kommen. Also ich meine, ich habe es ja geschafft. Aber da muss man ja erstmal drauf kommen. Da muss man ja erstmal drauf kommen, da am Anfang nach rechts zu laufen, dann A zu spammen, dann verschwindet das Trampolin, da muss man den Helm nehmen, da muss man den in die Lücke werfen, da muss man unten in die Lücke rein, darauf muss man ja erstmal kommen, dann die Kanone hochglitschen, sage ich jetzt mal. Ja, toll. Danke für den Pilz auch, ne? Ach, hier geht's nicht rein. Okay, ja. Alles klar. Aber das Le Level hier sieht auch machbar aus. Sieht auch tatsächlich machbar aus. Hier kommen jetzt doch auch Piranha-Pflanzen raus. Ja, komm, geh weg. Und jetzt schnell hier durch, komm, bitte. Ey, das ist... Ey, das ist auch ein bisschen schwierig. Ne, tut mir leid. Also das ist machbar, aber nee, das möchte ich mir jetzt auch nicht antun. Ich hätte es mir vielleicht doch antun sollen, anstatt so eine Japano-Kacke jetzt schon wieder. Das Level fängt ganz normal an. Aber dann, ja, ihr seht schon, man springt gegen die Blöcke und Gegner kommen raus. Ach komm. Ach komm schon. Ich habe noch 2 Leben. Ich gehe sowas von Game Over. Also die Blöcke am Anfang in Ruhe lassen. Ein Pilz oder so kommt da ja nicht raus. Nee, nur Gegner. Nur Gegner kommen da raus. Dann hier fliegende Bomben. Dann fliege ich in den Dings rein, in den Hammerbruder. Und wieder ein Japaner-Level. Ja, Leute, wir gehen. Ich gehe gleich Game Over. Ehrlich. Was ist das jetzt hier? Ach, ich hätte mich da durchglitschen lassen sollen. Habe ich jetzt überhaupt noch ein Leben? Tatsächlich. Okay, dann ein Amerikaner kommt zum Schluss, anscheinend. Also zum, nicht zum Schluss des Let's Plays, sondern zum Schluss, der
100 Mario Herausforderung auf schwierig. Schade, das Level hätte ich jetzt echt gern noch ein paar Mal probiert. Aber ja, es war echt eine Qual. Und schade. Wenigstens haben wir 6 Level, glaube ich, geschafft. Und Leute, es war schwierig, ne? Jetzt kommt im nächsten Part, kommt ja erstmal noch sehr schwierig. Also die 100 Mario Herausforderung. Das wird dann die Hölle. Ey, ich habe jetzt schon Angst. Aber Leute, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like, Abo oder Kommentar freuen. Aber dann danke ich auch schon wieder fürs Zuschauen. Und tschüss.